Wir befinden uns im Jahre 1938 in der Volksoper, wo hart geprobt wird für die nächste Premiere Gruß und Guss aus der Wachau von großen Textdichter und Komponisten von damals Fritz Löhner-Beda, Hugo Wiener und Jara Benesch. Und mit großen Stars von damals wie Hulde Gerin, Fritz Imhof und Victor Fleming. In einigen Wochen ist die Premiere. Aber was, wenn das alles nicht mehr geht? Wenn alles unter großem Druck steht? Wenn Nazi-Deutschland Österreich annexiert und alle jüdischen Mitglieder der Volksoper nicht mehr arbeiten dürfen? Was sollen sie tun? Flüchten? Untertauchen? Bleiben? Und was sollen die Kollegen tun? Solidarisch sein? Oder weiterarbeiten? In unserer Produktion haben wir drei verschiedene musikalische Welten. Die erste musikalische Welt begleitet die Szenen im Theater, in denen die Musiker und Sänger eine neue Operette vorbereiten. In diesen Szenen spielen wir die fröhliche und lustige Musik von Gruß und Guss aus der Wachau. Leider gibt es kein Orchestermaterial von dieser Operette, deswegen habe ich den Klavierauszug neu orchestriert. Die zweite musikalische Welt begleitet die Szenen vom privaten Leben der Künstler. In diesen Szenen spielen wir Musik, die damals verboten war, von jüdischen Komponisten wie Arnold Schönberg, Gustav Mahler und Viktor Ullmann. Diese Dissonanz zwischen diesen zwei Welten ist so groß und es war sehr schnell für mich klar, dass ich auch eigene Musik zu dieser Produktion schreiben muss, um diese zwei Welten zu verschmelzen. Die heitere Operettenwelt prallt auf die harte politische Realität. In Lass uns die Welt vergessen lassen wir die großartige Operettenkunst wieder aufleben. Und gleichzeitig erinnern wir daran, was mit den großteils jüdischen Künstlern und Künstlerinnen passiert ist. Die Ensemblemitglieder von heute spielen ihre Kollegen von damals. Basierend auf die wahre Geschichte erzählen wir von Kunst in schweren Zeiten der Krise. Und gleichzeitig stellen wir uns Fragen. Wie soll man sich verhalten in solchen schwierigen Zeiten? Und was würdest du tun?